Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt an diesem wunderschönen Montagabend am 22.01. um 20.03 Uhr. In knapp einer halben Stunde geht Handball los, Deutschland gegen Ungarn. Ich dachte mir, ich nehme für euch nochmal ein Video auf, denn ich habe letztens gesehen, haben Dragon Force einen neuen Song veröffentlicht, Astro Warrior Anthem. Der Song geht auch exakt 7 Minuten, stammt von ihrem Album Warp Speed Warriors, was am 15. März unter Napalm Records erscheinen wird. Die sind zusammen mit Amaranth dann auf der Coliner European Tour im Februar und März. Könnt ihr euch selber alle lesen. Wir gehen rein ins Video, weil der Song geht ganz schön lange und ich möchte dieses Video für euch heute noch veröffentlichen, von daher ab rein. Übrigens, was ich euch noch sagen muss, ich mag ja Doomsday Party mittlerweile, aber ich finde diesen Song so geil, ich höre den so oft, ich feiere den. Bin ganz gespannt. Mir wurde übrigens gesagt, dass es ein bisschen so alten Dragon Force Spirit enthalten soll. Ich bin sehr gespannt. Erinnert mich voll an Cyberpunk. Okay. Aufmerksamkeit ist da. Ja, das ist Dragon Force. Das musst du aber auch mal erst hinkriegen, ne? Ihr seht ja unten dann die Einblendung. Was, wie schnell der das einfach mal runtersemmelt mit dem Gesang. Alter Schwede. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Hätte ich nicht erwartet. Finde ich persönlich besser als den Zelda Tribute-Song, sage ich jetzt mal. Geil. Weil der halt auch immer mal wieder so richtiger Power-Speed-Metal ist. Was Dragon Wars für mich ja früher ausgezeichnet haben. Und jetzt noch ein schönes Gitarrenbitte, bitte. Ah, gut, das war's noch nicht, glaube ich. Oh, das klingt geil. Oh, bei dem Hermann, die Haare sehen ganz schlecht ausgeschnitten aus. Hei, 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 hei. For the battle, for the galaxy, for the
Es muss jetzt einfach, wir sind jetzt bei über der Hälfte. Ich muss jetzt hier wirklich ein richtig fettes Gitarrensolo kommen, zwischen den beiden wieder. Ich hoffe, das passiert auch. Meine. Ah, das machen Dragon Force für mich einfach aus. Wahnsinn. Das ist so geil, Mann. Ich finde den Song gut. Richtig gut. Ja, Mann. Ja, Freunde, das war Dragon Force mit dem Titel, den ich gerade absolut vergessen habe, Astro Warrior Anthem. Und ich bin jetzt wirklich, Doomsday Party war halt mehr so, ja, so ein Party-Song, den ich aber wirklich mittlerweile richtig, richtig geil finde, den ich auch mittlerweile sehr, sehr oft höre, ja. Ich finde ihn einfach geil. Ich habe mir auch die Version mit Elise Riot angehört von Amaranth. Ist okay, haut mich aber nicht so weg wie das Original. Aber das ist halt eine Geschmackssache, aber auch ziemlich, ziemlich geil. Aber der Song, das waren jetzt wirklich mal so richtig alte Dragon Force Vibes. So, wie hieß es damals? Ultra Beatdown oder Through the Fire and Flames oder mehr Operation Ground and Pound, glaube ich. Hieß der Song so? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist einfach schon viel zu lange her. Aber es ist einfach mal wirklich schön, schnell, richtig fettes Gitarren-Doppel-Solo. Sehr, sehr geil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch Mark Hudson, der Sänger, von dem ich ja bis jetzt noch nicht so wirklich sonderlich groß überzeugt bin, hat hier wirklich mal eine richtig geile Nummer abgeliefert. Alleine schon diese extremen Texte, diese extrem langgezogenen Texte und wie er die runtersemmelt, da hat er an den richtigen Stellen einfach diesen Scream richtig gesetzt, hat ihn richtig in die Länge gezogen. Also wirklich ein richtig geiler Song seit Ewigkeiten. Ich würde Dragon Force and Amaranth gerne live sehen, werde es aber dieses Jahr leider nicht schaffen. Einfach geldtechnisch, ihr wisst leider Bescheid. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe gerade, Dragon Force ist a Grammy-nominated Platinum Sailing Metal Band. Krass, Respekt. Wie ist denn eure Meinung zu Dragon Force und Astro Warrior Anthem? Haut's mir in die Kommentare. Das Album werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich bin jetzt gerade ein bisschen scharf drauf, aber ich bin noch nicht gehypt. Aber Warp Speed Warriors kommt ja am 15. März raus. Gönnt's euch über Napalm Records meines Erachtens. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.